So, erstmal hier. Erstmal das. So. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Muss ich mal kurz nachsehen. Okay, ich nehme schon seit 2 Stunden auf. An den Lex kann es also nicht liegen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon über die 3-Stunden-Grenze drüber bin und schon Richtung 4 Stunden renne, dann könnte es sein, dass die Festplatte voll ist. Aber nein, ist es nicht. So, das hier wird definitiv repariert. 1, 2, 3. So, beim 4. geht es ja immer definitiv voll, habe ich ja schon mal gesagt. Mit 4 kriegt man alles voll. Mindestens. Also mit 4 hat man alles voll, egal was. Ist vollkommen egal. So, das dann hier. Geht das schon? 1, 2, 3. Ja, geht schon. Und das hier. 1, 2, 3. Oh, das geht wahrscheinlich ganz knapp um einen Schlag. Also beste Reparatur, die möglich ist. 1, 2, 3. Aber die hier, die braucht noch. Die braucht noch. Dann lassen wir das auch mal. Jetzt würde mich aber schon gerne interessieren, wenn ich jetzt dieser jetzt einmal repariert. Wenn ich die jetzt nochmal reparieren wollte, dann kostet das 2. Geil. Ich dachte nämlich, das wurde schon mal mit 1.8 wurde das, glaube ich, hochgesetzt. Offenbar wurde das wieder rückgängig gemacht mit 1.8.1 von Microsoft. So. Ja, einer zu viel. Einer zu viel, das ist in Ordnung. Ist das noch nicht voll, dann lassen wir das doch gleich mal. Es wird dunkel, die Sterne tauchen langsam auf. Was ich auch noch sagen möchte ist, ungespielts Kanal. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mir angesehen und ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Also sein neuer Kanal, Unge jetzt. Weil ich habe mir gedacht, wenn er schon neu anfängt, dann möchte ich da auch mal versuchen, von Anfang an dabei zu sein und mir ein bisschen was anzuschauen. Ich gehe jetzt mal nach oben und schlafe. Vielleicht löst das hier die Lex dann auf. Und jetzt. Und vor ein paar Tagen, ich glaube vor 3 Tagen, ja genau, heute war es, ist der 3. Tag. Oder der 4. Nein, heute ist der 3. Da haben sie ein Er, also der Unge, und Dena, zum Dena muss ich sowieso da noch eine kleine Geschichte erzählen, haben ein neues Projekt gestartet. So, der Stein kommt da rein. Das heißt Minecraft Resets. Das solltet ihr euch echt anschauen. Das ist ziemlich geil. Und als ich das gehört habe, Leute, ich habe echt Lust bekommen, ich will auch sowas machen. Nicht jetzt, noch nicht jetzt. Auf keinen Fall jetzt. Jetzt machen wir die gerade. Aber vielleicht nochmal kurz. So, da bin ich wieder. Sorry, Leute. Gut, was war dieser? Genau, Minecraft Reset. Haben die gestartet? Möchte ich kurz erzählen. Ich finde die echt geil und habe ja auch gerade eben schon gesagt. Das würde ich auch selbst gerne machen, aber nicht jetzt. Vielleicht später irgendwann mal. Würde ich gerne mit Darius zusammen machen. Aber würde ich erst gerne machen, wenn ich mit der Uni fertig bin, so ungefähr. Wenn ich dann Zeit habe dafür. So, ich wollte noch irgendwas machen und hab's vergessen. Diese Lex. Ich habe gehofft, die hören jetzt auf, kurz. Habe extra ein bisschen Zeit gelassen. Sogar. In der Stille. Die gemerkt, die war ein bisschen länger als sonst, aber ich habe ja diesmal Zeit gelassen. Was wollte ich denn? Was? Das sind 2 Skelette. Das hier ist eh schon fast tot gewesen. Der ist verzaubert.
Ja, Leute, die Sachen holen wir noch schnell rein. Nee, mir fällt nicht mehr, was ich gerade machen wollte. Aber was ich sagen wollte, weiß ich noch. Nämlich das Minecraft-Reset. Für diejenigen, die es nicht kennen, schaut es euch an. Es ist echt ziemlich geil. Diese Lecks nerven gerade ziemlich. Nämlich, da geht es darum, wenn. Also, das machen der Unge und der Dena zusammen. Die sind auf einem Minecraft-Server, damit sie halt auch zusammen spielen können. Und ihr Ziel ist es, den Enderdrachen zu töten. Jetzt haben sie aber einen Haken. Sie spielen auf Hardcore. Das heißt. Habe ich gerade noch Erfahrungspunkte bekommen? Keine Ahnung. Sie spielen auf Hardcore. Das heißt, wenn einer stirbt, ist es endgültig. Dann kommt er nicht mehr wieder. Das heißt, Schluss für ihn. Jetzt haben sie es aber so gemacht, sie haben ein Plugin geschrieben bekommen. Also jemand hat für sie die beiden ein Plugin geschrieben. Wenn einer stirbt, dann wird der Server neu gestartet. Und eine komplett neue Welt ist da. Das heißt, wenn einer stirbt, dann erstmal Server Neustart, das heißt Server ausschalten, sofort ohne Warnung. Das heißt, sämtliche Spieler, die am Server, gerade auf dem Server sind, verlieren einfach die Verbindung, werden nicht mal gekickt, sondern verlieren die Verbindung. Das heißt, das Spiel, lokale Spiel auf ihren Rechnern, lokal, versucht dann noch Verbindung herzustellen und funktioniert nicht. Wartet dann noch 2, 3 Sekunden vielleicht und dann kommt die Fehlermeldung, Verbindung verloren. Vielleicht sogar 5 Sekunden. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Keine Ahnung. Vielleicht kann man das auf 10 Sekunden sogar einstellen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt dann Verbindung verloren. Und der Server startet neu. Und erlöscht die alte Welt und stellt eine komplett neue her. Das heißt, wenn einer von den beiden stirbt, sterben beide. Und sie müssen wieder komplett von vorne anfangen. Und das in einer Hardcore-Welt, wo die Gegner sowieso schwer sind. Also die spielen auch auf Schwierigkeitsstufe schwer, glaube ich. Spielen die auch. Also Hardcore und schwer. Ich glaube, auf Hardcore kann man den Schwierigkeitsgrad nicht mehr umstellen, sondern der ist immer schwer. Und das finde ich richtig, richtig geil, die Idee. Da würde ich auch selbst gerne mitmachen. Die haben ja gesagt, wenn sie beim nächsten Reset oder so, oder wenn sie mal resetten, dann wollen sie vielleicht mal Gäste mitnehmen. Ich hab sofort geschrieben, ich würde so gerne mitmachen, weil ich die Idee einfach so geil finde. Ich meine, stellt euch doch mal vor, ich würde jedes Mal neu anfangen, wenn ich sterbe. Gut, an Monstern sterbe ich ja, wie gesagt, jetzt nicht allzu oft. Ausnahme ist natürlich jetzt hier die Lavagrube gewesen. Da bin ich sehr oft gestorben, aber sag doch mal. Außerhalb der Lavagrube, also da unten, wo wir gerade die Lava reinschütten, da sterbe ich fast nie an Monstern. Und wenn, dann habe ich gesagt, wenn ich das jetzt mache, sterbe ich vermutlich aber scheiß drauf und bin rein und bin gestorben. Also bin ich wissentlich rein mit dem, also bin ich rein mit dem Wissen, ich sterbe und habe praktisch Selbstmord gemacht dadurch. Irgendwie, würde ich jetzt behaupten. Und ansonsten sterbe ich nur durch, also meistens, vor allem momentan, durch Lava oder durch zu große Höhen. Also die Selects nerven jetzt wirklich. Wir sind in einem anderen Chunk, wir sind in einem anderen Gebiet, wir sind auf einer anderen Ebene sogar. Viel weiter unten sind wir. Die Monster kann es auch nicht sein, weil es ja ein neuer Chunk ist. Den lasse ich jetzt mal. Und es lädt immer noch, leckt immer noch. Woran liegt das? Wir haben sogar mal geschlafen und so weiter. Und wenn wir hier Inventar zum Beispiel offen haben, es leckt ja nicht. Aber so kann ich nicht mit der Lava weitermachen. Ich glaube, ich gehe dann nochmal schnell in den ins Hauptmenü. Vielleicht hört es ja dann kurz auf. Oder soll ich weiterspielen? Ich spiele jetzt erstmal noch weiter. Vielleicht hört es ja von alleine auch nochmal auf. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwann eine Endlosschleife in Minecraft aktiv. Ach, da war ich schon fertig mit Essen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es so.
So, die hier möchte ich mitnehmen. Das hier kann hier nach oben. Und dann möchte ich mir noch ein neues Schwert machen. Rüstung geht ja noch. Zack. So. Dann kann ich das alte ja demnächst reparieren. Was würdet ihr denn davon halten, wenn ich mit Darius sowas machen würde? Also so ein Minecraft-Reset oder sowas. Was würdet ihr davon halten? Könnt auch gerne Bedingungen dazugeben. Vermutlich werden wir dann aber mit Mods spielen. Also nicht Vanilla oder so, sondern wir werden vermutlich mit Mods spielen. Oder sollen wir Vanilla? Ich weiß nicht. Weil die beiden spielen ja auch mit Mods. Sie haben nämlich... Ist irgendwo die Spinne? Eine Portal Gun Mob haben, Mod haben sie drin. Aber das ist ja nicht die einzige Mod, die sie drin haben. Sie haben diese Mods, dass der Server neu gestartet. Ja, okay, das ist eigentlich kein Mod, das ist ein Plugin. Das ist vermutlich auch in irgendeiner Programmiersprache geschrieben. Und, ja gut, Mods werden auch in Plugins in Java geschrieben. Aber das wurde vermutlich nicht auf Minecraft installiert oder sowas, sondern das ist lokal für den Server gemacht, irgendwie so. Keine Ahnung. Dass an den Server dann eine Nachricht irgendwie geschickt wird und der Server diese Nachricht als Methode empfängt und die Methode sagt, hey, starte neu. Irgendwie sowas wird das sein. So, ich brauche... Ich habe viele Rüstung bekommen. Lederjacke, Lederkappe. Okay. So. Das haben wir. Das hier noch nicht. Dann hier. Da. Dort. So, gleich haben wir es. Dann geht es jetzt hier weiter. Und jetzt eigentlich da, wo ich den Stein habe. Aber ich kann das hier auch noch machen. Weil das ja das nächste wäre. Jetzt habe ich nur noch den hier. So, jetzt baue ich den da ab. Und hau den dahin. Perfekt. So, jetzt ist... Ich würde jetzt da nicht mehr gerne hochspringen. Das war's dann also schon. Vorteil beim nächsten Mal muss ich den Stein nicht mehr benutzen. Hä? Was? Ah. Haha. So. Langsam wird es hell. Dein ist schon komplett hell. Bis dahin, das ist schon fast nur noch ein kleiner Schatten, oder sonst ist wegen dem hier halt schon durchgehend. Ja, kommst du hier hoch oder nicht? Nein, jetzt ist er unter der Brücke, die Spinne. Ich muss ihn Darius auch noch fragen, der weiß ja noch gar nichts von diesem Projekt, das ich gerne mal mit ihm machen würde. Aber da, wir haben sowieso so viele Let's Play Together, die wir noch machen möchten. Allein er würde ja zwei Sachen unbedingt mit ihm machen, die ich jetzt aber noch nicht verraten werde. Möchte ja unbedingt mal machen mit mir. Und ich möchte auch noch zwei, drei Sachen gerne mit ihm machen, die er noch nicht weiß. Unter anderem eben dieses Minecraft Reset dann von unserer Seite her. Mir ist schon klar, dass die Idee dann geklaut ist, aber eigentlich müssen, wie Skonk immer so sagt, wenn man etwas nachmacht, dann sollte man stolz drauf sein, denn das heißt, man hat es richtig gemacht. Also wenn andere das nachmachen. So. Außerdem, der Unge Ricula kennt ihn ja, ich glaube, der hätte nichts dagegen. Ich werde ihn vorher mal fragen, auf jeden Fall. Wenn er was dagegen hätte, dann würde ich es auch lassen, aber ich glaube nicht, dass er etwas dagegen hätte.
zumindest so, wie er rüberkommt in seinen Let's Plays, eher als gemütlicher Kerl und so. Ich bezweifle, dass was dagegen hat. So. Jetzt nur noch dieses Eck da. Beim nächsten Mal gehe ich dann irgendwie dahin oder so und hole sie mir von da. Weil hier ist sowieso... Hier ist nichts mehr dann. Okay. Also keine Ressourcen sind hier mehr. Fünf Legenden. So, jetzt muss ich echt sagen... Oh du, jetzt bin ich da oben rangekommen, oder wie? Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich keine Themen mehr. Ich dachte eigentlich, das würde locker reichen. War nicht der Fall. Ich sollte mir wirklich öfters mal was aufschreiben. Problem ist, wenn mir die Idee irgendwo so hinkommt, nämlich, dass... Wenn ich irgendwo eine Idee habe, hey, da könnte ich ja mal über Minecraft reden. Und dann sitze ich aber nicht am PC, dann kann ich es ja nicht direkt aufschreiben. Dann müsste ich sie irgendwo auf einen Zettel aufschreiben oder so, den würde ich dann vermutlich verlieren oder so. Und bis ich am PC bin, habe ich es eh wieder vergessen. Habe ich es wieder vergessen. Bis dahin. Das heißt, ich muss mir die Ideen aufschreiben, wenn ich am PC bin. Ansonsten bringt es nicht viel. Es sei denn, ich würde irgendeinen Zettel ständig mit mir rum schleppen, dann würde der aber auch immer in meiner Hose oder in meiner Jacke oder sonst wo rumliegen und nie am PC und dann hätte ich die Themen auch nie griffbereit. Von dem her ist das mit dem Notepad hier, mit meinem Block-Notepad, doch die beste Wahl, finde ich. Ja. Mehr würde ich da jetzt, glaube ich, auch gar nicht so sagen. Sollte eigentlich ausreichen. So, stattdessen hoffen wir, dass das Skelett da vorne nicht kommt und machen hier einmal weiter. So, da kommt das rein und dann haben wir, hier geht's weiter, dann haben wir das auch und dann haben wir da noch. So, nochmal kurz umdrehen, das Skelett ist immer noch dort hinten. Dann geht's hier weiter. Da. So, gleich haben wir es. Okay, noch bin ich nicht umschlossen. Aber vermutlich gleich. So, jetzt bin ich umschlossen. Okay. Jetzt wird es auch hier schon sehr viel heller. Jetzt kommt er von hier Licht und von hier auch nochmal da rein. Das ist ein Skelett. Das heißt, hier spawnen dann noch weniger Monster. Hier spawnen sowieso immer weniger Monster, weil das Licht ja immer weiter reicht. Ich meine, sieht doch mal. Schatten ist nur noch diese Linie hier. Wenn überhaupt. Könnte auch sein, dass es sich das jetzt irgendwie so komisch aussieht. Nein, der Schatten ist doch da. Es ist diese Linie. Das sieht man auch hier besonders gut. Ja, hier sieht man es wirklich. An der Decke sieht man es sehr gut. Wo noch Schatten ist und wo nicht.